Hallo, willkommen zurück bei Familie Reuss. Mika ist hier gerade im Comicbuchladen. Es ist niemand da, nicht mal ein Verkäufer. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Kann ich irgendjemand einstellen? Hier. Kann die da dann mal arbeiten? Ich weiß es nicht. Ist halt ein bisschen doof, wenn hier halt niemand ist. Ich wollte ja alternativ zur Bibliothek gehen. Die war, glaube ich, direkt hier gegenüber, wenn ich mich nicht irre. Ja. Sind hier denn Leute? Oh, hier ist jemand. Chastity Johnson. Und unser lieber Christopher. Hallo. Warum ist der eigentlich ein Star? Kann ich bei dem nicht einfach das Star-Level entfernen? Danke, dann kann ich mit dem auch reden. Der muss eigentlich auch kein Star sein. Ist halt eigentlich nur, weil seine Frau ein heftiger Star ist, quasi. Heftiger Star klingt irgendwie auch lustig. Ach, sie kommt da nicht mehr runter. Okay, dann teleportieren wir dich hierher. Und begrüßen die gute Chastity mal. Das wird jetzt unsere Freundin, unsere allerbeste Freundin, die Chastity Johnson. Sieht man ja, ne? Das wird unsere Freundin. Ich finde, die haben irgendwie ein ähnliches Gesicht. So ein rundes Gesicht halt irgendwie. Da ist Christopher. So. Lernen wir sie auf jeden Fall mal kennen. Plaudern. Fragen sie nach ihrer Karriere. Immer noch so schön, dass man reden über den Regen, können ein bisschen tratschen, ein bisschen über die Arbeit diskutieren. Scheinbar ist hier irgendwas Selbstständiges. Nochmal einen Witz über die Arbeit machen. Ja, lernen wir sie so ein bisschen besser kennen. Was machst du eigentlich? Warum isst du dein Essen nicht? Machen wir mal leckeren Spinat, passt da ja nicht. Dann machen wir mal kein, ich meine, Kräuter an. Naja, Kräuter an sowas. Ist ein bisschen komisch. Irgendwie schon, ne? So, und du, meine Liebe. Dem Mädchen geht's gut. Toll, jetzt standst du da so lang rum. Werden wir uns gleich mal mit den Pferdis beschäftigen. Gehen wir hier auf jeden Fall erstmal hierher. Kannst dich einmal nochmal anschmiegen. Und dann kannst du in den Stall gehen, pieseln. Heu futtern und mit dem Pferdeball spielen. Und du kannst auf dem. Er kannst was trinken. Du kannst ein bisschen Heu verteilen. Für die nächste Zeit erstmal. So. Okay. Wie sieht eigentlich dein Formschnitt aus? Ein Pinguin mit Fliege. Oh. Entschuldigung, den stellen wir auf jeden Fall in den Vorgarten. Mein Gott, ist der knuffig. Okay. Hätten wir das schon mal geklärt? Wir haben also was Neues für den Vorgarten. Hä? Ist das fertig jetzt, oder? Hallo, du sollst dran weiterarbeiten. Du sollst das zu Ende bringen. Du sollst nicht aufhören damit. Du solltest das zu Ende bringen. War das er, der gerade so hustete? Ach, du musst wieder draußen essen. Ah, Jamie. Jamie, mein Guter. Unglaublich. Pinguinopol. Okay. Ich weiß nicht, mit was das jetzt kombiniert ist. Monopol oder was? Ich weiß es nicht. Oh, das ist voll knuffig. Das ist ja so süß. Das ist ja der Wahnsinn. Hä? Kann ich den nicht drehen? Doch. Ich dachte jetzt schon so, hä? Ist das toll?
Da haben wir so einen Pinguin. Gott, ist das toll. Das ist der Wahnsinn. Cool wäre es, wenn man den jetzt immer wieder. Oh ja, Kunstscannen kann man machen. Wenn man ihn jetzt immer wieder nochmal schneiden müsste, weil das ist ja eigentlich eine Pflanze, ne? So ein Baum, den man halt voll gut bearbeiten kann. Und wäre halt cool, wenn man den jetzt immer wieder bearbeiten müsste, damit er in Form bleibt. Dass er irgendwie immer wieder ausfranst, quasi. So, du sollst nicht rumgaloppieren, sondern. Nein, nein. Der hätte jetzt aber einen Sprung gemacht, ey. Sondern du sollst erstmal ein bisschen gepflegt werden. Können wir dir den Hals kraulen, dich umarmen, dich fürs Schnellsein loben, auf jeden Fall. Nochmal streicheln. Und du kümmerst dich erstmal um die ganzen Sachen. So, wer war das denn jetzt? Warst du das? Ja. Aber du warst das nicht, oder? Nein. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Wir könnten mal zu Amelie. Wir könnten mit Amelie spazieren gehen. Das ist eine schöne Idee. Hat sie mal wieder den Wagen? Ja. Sie das immer irgendwie behalten müssen. Hier, das war ja was von Maya. Den hat sie ja schleifen lassen. Deswegen kann sie den auch bekommen. So, okay, dann werden wir mal zur kleinen Amelie rübergehen. Die geht bestimmt gern spazieren mit ihrem Onkel. Mit Onkel Jamie. Der Artikel hat es gerade noch rechter Linie in den Druck geschafft, um in der morgigen Ausgabe zu erscheinen. Du schaffst es selbst, die engste Deadline einzuhalten. Und daher haben deine Kollegen dich zum Mitarbeiter der Woche ernannt. Cool. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir nach Hause und schreiben erst ein paar Kritiken und so. Das ist halt so ein bisschen, naja, Leon hat jetzt nicht so das mega aufregende Leben. Er muss zur Arbeit, muss zu Hause immer am PC sitzen und schreiben und so ist das halt eben, ne? Spazieren gehen mit Amelie. Ich hoffe, das kriegt er auch so hin, die einfach jetzt hier sich, also die zu nehmen und so. So, du kommst dann nach Hause, kannst du die saubere Wäsche holen, einmal duschen gehen. Müssen wir das Töpfchen noch leeren? Ja. Sehr schön. Wir haben ein Abzeichen verdient. Sehr, sehr schön. Schreiben wir eine gute Kritik über den Film. Cool. Das ist sehr schön. Haben wir das auch im Inventar? Nee, schade. Ah, das ist echt cool. Geh mal bitte dahin. Und geh mal bitte mit Amelie spazieren. Schaffst du das? Ja, geh durch die Tür, kein Problem. Die Tür muss halt gar nicht erst aufgehen. Das spart Zeit. Gute Idee. Kannst du sie nicht hochnehmen? Mach mal Jamie, bitte. Schafft ihr das so gar nicht gerade? Ihr seid noch am Quatschen, aber die muss ich auf jeden Fall noch was Neues. Ihr seht ja mittlerweile schon andere Leute. Nee, immer noch nur die zwei, ne? Aus dem Hotspot-Bibliothek ist irgendwie auch was Schlechtes geworden, oder? Das war mal ein richtiger Hotspot hier. So, du konntest dir mal sicher sein, gehst du zur Bibliothek, da ist immer was los, da geht's immer ab. Aber irgendwie ist das mittlerweile auch nicht so. Auch nicht mehr so, habe ich das Gefühl. Ist schon ein bisschen schade. Was ist hier denn eigentlich? Leinwand falsch herumhalterin. Sehr schön. Also hat sie den gleichen Job wie. Ah nee, Maya hat ja jetzt einen richtigen Job. Aber sie hat quasi den gleichen Job wie Maya. Wo Maya garantiert besser ist. Sowieso. In allem. Ah, sehr schön. Julian hat angeln gelernt. Ich kann ja für Jamie ja ein bisschen was angeln. Ein paar Fische für sein Aquarium. So, vielleicht können wir ja jetzt mit der kleinen Spaziergang machen.
Bitte, 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 bitte. Ich will da nur einen kleinen Spaziergang. Komm schon, Amelie, lass dich spazieren gehen. Ach, endlich. Julian! Nee, Leon. Leon, warum läufst du da jetzt in den Weg? Nee. Entschuldigung. Das. Ja, ich muss mich auch irgendwie mal dafür entschuldigen, weil ich glaube, das nicht so. Also ich glaube nicht, dass das so schön klingt. Deswegen, du hast jetzt aufgehört damit. Komm schon! Bitte, ihr beiden schafft das. Ah. Gehst du da jetzt runter? Bitte, Jamie? Jamie, bitte tu mir den Gefallen. Jamie, warum? Warum tust du das nicht? Naja. Bitte. Oh Gott, Jamie. Geh da halt einfach mal hin, verdammt. Ich mach mich fertig. Wir wollen mich alle fertig machen. Warum, Jamie? Was hast du für ein Problem, verdammt? Was ist dein Problem, Junge? Er bewegt sich scheinbar. Wo bist du? Hast du gedingst? Geh mal ans Handy ran. Okay. Das Gemälde können wir gerne liefern. Haben wir denn schon eins in dem Wert im Inventar? Nee, ne? Wollen wir das doch gleich mal malen, oder? Saubere Wäsche kannst du holen. Eine Party wollen wir auch mal wieder. Ja, ich sollte auch irgendwelche Ausflüge machen und alles. Aber Leute, solange das hier das reinste Chaos ist, ne, kann ich sowas nicht machen. Kriegt da einen Anfall von. Ihr habt ja jetzt schon gesehen. Ich krieg schon einen halben Anfall. Wenn Jamie nicht aus. Wenn er sich nicht bewegt, einfach. Macht er jetzt wieder dasselbe? Ja, mach halt, Jamie. Mir scheißegal. Mach halt. Es ist mir jetzt sowas von egal, was du jetzt denkst, machen zu müssen. Mann, warum kann Flame sich halt einfach nicht bewegen? Das ist auch so doof. Anstatt einfach mal zu machen, was er tun soll, muss der immer irgendwie scheuen und so. Und es ist so nervig. Und ach, kein Wunder, dass das hier alles nicht funktioniert. So, du kommst jetzt endlich mal nach Hause. Das mit dem Bild wird irgendwie auch nichts, habe ich das Gefühl. Das mit dem Bild wird irgendwie nie was. Eins werde ich machen. Oh, er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Yay! Wir gehen spazieren im Regen. Yay! Nee, was wir jetzt machen werden, kannst du das eigentlich sogar machen? Du hast ja, glaube ich, sogar den Wunsch danach. Kannst du das machen? Nee, kannst du nicht, ne? Aufgaben. Du machst erstmal ein kleines U-Boot-Abenteuer. Dann gehst du nach oben, machst dein Bett und dann machen wir die Hausaufgaben. Nee, was wir machen werden, spätestens wenn du mit der Kritik fertig bist. Sonst machen wir das zwischendrin. Dienste. Tier aus dem Tierheim adoptieren, werden wir auf jeden Fall machen.
Oh, die beiden gehen endlich spazieren. Und was nämlich gut ist, das steigt ihre Energie ein bisschen. Das hatte ich nämlich vor, beziehungsweise das war so ein bisschen das Positive daran. Ich werde dir das ein bisschen hochziehen, den Harndrang, weil ich nicht will, dass sie sich einpisst. Weißt du, im echten Leben können Sims halt einfach auch mal ihre Blase halten. Oder können Menschen halt auch mal einfach ihre Blase halten. Ist nicht so, als müssten die dann, also als könnten die dann irgendwann nicht mehr. Wenn sie halt, weiß ich nicht, einen Tag lang nicht. Dann können die vielleicht irgendwann nicht mehr, aber man kann die Blase auch halten. Das ist normal, sowas kann man. Das ist nicht, da ist nichts Komisches dran, sowas zu können. Deswegen kann man ruhig auch mal als Sim das schaffen, finde ich. Naja. Ist die eine Teenagerin? Nee, okay. Ich dachte gerade irgendwie kurz, die sah so klein aus. Auch das, ne? So, wenn das Spiel besser laufen würde, würde auch das Gespräch viel schneller gehen und die würden sich viel schneller anfreunden. Ah, okay. Nee, ich muss irgendwie echt aufhören zu meckern. Warum kann sie nicht mit dir zusammen essen gehen? Kann sie mit dir zusammen in den Imbiss gehen? Nein, ist ja schade. Hygienatoren. Ja, wenn wir das im Anschluss machen, werden wir dann im Anschluss da hingehen zu unserem Laden und da noch den dritten Hygienator herstellen. Du malst erstmal das Bild, was hoffentlich genug wert ist, damit wir das da verkaufen können. Du bist noch am Spazieren, genau. Du kümmerst dich darum. Ein Goldfisch fangen. Ja, warum nicht? Gut, dann werden wir jetzt erstmal kurz. Du kannst ja dann gleich weiterschreiben. Hey, kannst du das nicht mehr machen? Vor allem, dass du dafür aufstehen musst, um zu telefonieren, ist auch ein bisschen albern. Aber wir werden jetzt erstmal einen Hund adoptieren. Yeah. Wo musst denn du dafür hingehen, Mann? Wir werden jetzt erstmal einen Hund adoptieren. Yay! Und natürlich könnt ihr euch dann auch einen Namen für ihn ausdenken, nur es bringt nicht viel, mir Namensvorschläge zu schreiben, wenn ihr noch gar nicht wisst, wie der Hund aussieht. Denn die sollte man ja auch so ein bisschen nach dem Aussehen anpassen. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis die Hunde alle geladen sind. Da werde ich euch natürlich kurz rausschneiden. So, okay, wir haben Piper, Lisa, Daisy, Foxy, Matze und Charlie. Die beiden sind erwachsen, die anderen sind, glaube ich, alles Welpen, ja. Welpe ist ja auch gar kein Problem. Zwergpinsche will ich jetzt nicht haben. Mnadenmischung, Piper. Weiß nicht, Senioren. Ich will eigentlich entweder einen Welpen oder einen erwachsenen Hund. Und ich schwanke gerade zwischen Lisa und Foxy. Weil Lisa sieht voll süß aus und Foxy irgendwie auch. Sind quasi, ich meine, wir könnten im Prinzip auch beide nehmen. Schüchtern, schwimmt gern, klingt nach einem Hund für Julian. Und stolz und unabhängig. Ich würde am liebsten beide nehmen, um ehrlich zu sein. Ihr könnt mir ja mal sagen, ich glaube, ich werde Foxy jetzt nehmen. Ich werde ihn jetzt erstmal so nennen. Und dann sagt ihr mir irgendwelche Namensvorschläge für den Kleinen. Und dann sagt ihr mir, ob wir auch noch Lisa dazu holen sollen. Das wäre halt quasi dann zwei, ich weiß nicht. Nee, eigentlich wollte ich gar nicht zwei Hunde haben. Was erzähle ich da, verdammt? Nein, wir wollen nur einen Hund erstmal. Vielleicht holen wir uns später noch einen zweiten. Aber aktuell erstmal wollen wir nur den einen nehmen. Oder nehmen wir den kleinen Foxy, würde ich sagen. Ja, doch. Ja, wir werden den kleinen Foxy nehmen. Wir nennen den jetzt erst, oder wir lassen den jetzt erstmal so. Und der kommt dann jetzt gleich vorbei. Aber ihr könnt ihm auf jeden Fall einen Namen geben und das ist auch kein Problem, den im Anschluss nochmal umzubenennen. Das geht ziemlich einfach, ziemlich unkompliziert, ihm einfach neue Namen zu geben dann. So, genau, könnt ihr nochmal umarmen, streicheln. Dann müssen wir mal gucken, was wir sonst noch so machen können. Bisschen Heu verteilen, die Ställe säubern, Wasser ist noch genug drin. Dann kannst du hier vielleicht auf Toilette gehen.
Sehr schön. Okay. Ich hoffe, Julian freut sich schon auf seinen neuen Spielkameraden. Ihr beiden freundet euch an. Ich weiß es gar nicht genau, ob die beiden sich anfreunden. Gehen auf jeden Fall miteinander spazieren. Das ist schon mal ganz gut. So, Mika. Genau, du gehst da jetzt hin. Oh nein, du hattest einen Fuß im Mund. Ah, ist auch blöd, dass Mika so gelenkig ist, dass sie immer den Fuß in den Mund kriegt. Ja, deswegen. Ja, genau, daran wollten wir weiterarbeiten. Haben wir schon zu 66% fertig. Sehr schön. Oh, hier ist ja auch noch ein unvollendetes Bild. Okay. Ja, ich würde sagen, wenn du damit fertig bist, kannst du aber auch wieder nach Hause gehen. Ja, unser Laden läuft halt einfach gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, von dem Laden. Ich will ihn halt eigentlich auch behalten. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas anderes draus machen können. Wir können ja vielleicht so ein bisschen Into the Future-mäßig ein paar Sachen mitmachen. Vielleicht läuft der dann so ein bisschen, wenn noch ein bisschen anderes Angebot da ist. Das wäre einfach. Ja, ich will einfach vor allem Leute da haben. Ich will nicht unbedingt Profit damit machen oder überhaupt viel Geld, aber ich will einfach, dass Leute da sind, dass es so ein bisschen mehr wie ein Laden wirkt. Und nicht einfach nur immer leer ist, wisst ihr? Das ist eigentlich so eher das, was mich da ein bisschen stört. So, dir geht's super. Das freut mich. Dir geht's echt super. Und du kannst gleich mal was trinken. Du hörst ja mal auf, mit dem Ball zu spielen, weil da kann dann Flame ran. Okay. Den mal, der Hundi kommt gleich. Unser kleiner Foxy. Wie gesagt, auf jeden Fall männliche Name. Es ist ja ein männlicher Hund. Und ja, einfach irgendwas Knuffiges. Mal gucken, was ihr für tolle Namen habt. Also, es muss ja nicht unbedingt ein hundertprozentiger Tiername sein. Es könnte auch sowas werden wie Günther. Auch wenn ihr es nicht unbedingt findet, dass Günther jetzt so der beste Name für klein Foxy wäre. Aber ihr wisst schon, wie ich das meine, ne? Einfach so ein süßer Name halt. So, mein Kleiner. Wo bist du denn? Ach, hier, irgendwo. Du musst da ja auch nicht hin, Dolores. Wer von denen sollte sich denn mit dem beschäftigen? Ja, keine Ahnung. Yay! Der kleine Foxy. Ha. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen passenden Raum. Ich würde ja fast sagen, also klar, in den Garten kann er mit. Aber ich würde sagen, dass er auf jeden Fall hier bleiben sollte. Ich würde vielleicht diese Tür hier abschließen für Hunde dann oder für Tiere, damit der Kleine in dem Bereich hier bleibt. Komm, geh mal da rein. Und da haben wir, warte, die Ankunft von Foxy muss ich natürlich gebührend zeigen. Oh Gott, wie er da schon angesprungen kommt. Oh Gott, Welpen sind so knuffig. Da kommt er gleich angesprungen. Ist das nicht süß? Hihihi. Ja, genau das meine ich. Ist das nicht knuddelig? Der kleine süße Foxy ist da. Yay. Und vielleicht fliegt er auf die Fresse? Nein, okay. Das machen die auch voll auf die Welpen. Das ist voll knuffig. Yay! Das Geschäft läuft gut. Haben wir jetzt irgendwie eine Verbesserung? Oh nein, wir bekommen natürlich nie Verbesserungen der Storys und Kritiken. Nie. Einfach nie. Das ist halt einfach aus Prinzip nicht so. Ha. Wo können wir denn den Futternapf hinpacken? Irgendwann wird es auch echt voll hier in der Küche, ne? Ich überlege gerade, ob wir. Ja, komm, wir packen das einfach hier für die Stereoanlage. Was nehmen wir für einen Napf? Ich finde den hier eigentlich ganz süß. Den werden wir gleich noch ein bisschen abändern. Den packen wir einfach hier in die Ecke. Sehr schön. Dann bekommt der Kleine noch was zum Spielen. Das stellen wir mal hier in die Ecke. Und ein Hundekörbchen wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann werden wir, glaube ich, mal temporär die Pflanze verschieben und stattdessen hier den Hundekorb hinsetzen.
Ich weiß gar nicht, ob das alles noch benutzbar ist. Werden wir gleich mal testen, wenn ich hier den Hundekorb hinpacke. Huch, ich wollte nicht zwei hinsetzen. Eigentlich nur einen. Oh Gott, was geht denn hier draußen wieder ab? Habt ihr jetzt bestimmt gehört? Das ist irgendein Krachen oder so, keine Ahnung. Nee, ich mach das, glaube ich, anders. Ich lasse die Pflanze doch da. Ich pack das irgendwo hier hin. Bisschen weiter rüber vielleicht. Ich weiß gar nicht, was die da. Was die da gerade draußen machen. Tut mir leid, dass ihr das hören müsst. Das ist teilweise echt laut, ne? Halt auch so für mich. Also nicht nur so fürs Videos aufnehmen, sondern auch allgemein ist das halt einfach laut hier. Also, weißt du, ich wohne gar nicht irgendwie in der Innenstadt oder so, aber es ist trotzdem einfach laut. Die ganze Stadt ist laut. Die ganzen Leute sind einfach laut. Das ist echt nervig. So, versuchen wir mal so ein bisschen farblich anzupassen. So. Den Rest machen wir so in einem gemütlichen beige-braun. So, ich muss das alles anpassen. Ich finde die Sache nämlich ultra hässlich. Ich finde das ultra hässlich, dass da diese Flecken sind und alles. Ich muss das anpassen. Ich krieg das. Boah, das ist einfach so hässlich. Warum macht man diese. Warum muss diese Box einfach so potthässlich aussehen? Frage ich mich halt manchmal so. Warum kann man da nicht einfach was Schönes machen? Das ist halt einfach auch so die Standard-Designs von Sims, von EA, sind halt einfach so hässlich. Und ich frage mich immer, warum und wieso und weshalb. Und dann frage ich mich nicht mehr, weil dann sieht es schon längst viel besser aus. Wisst ihr, also es ist so ein bisschen so. Auch so ein bisschen Unverständnis ist da mit dabei. So, wir werden hier aber blaue Dingens machen. Man kann ja nicht alles in der Farbe haben. Da werden wir gleich auch Futter reinfüllen. Was hier dieses Spieldingens angeht, das kann der Kleine ja nicht selbst nutzen. Deswegen werden wir hier so ein Quietscheding rauslegen. So. Gucken, ob er damit dort spielen kann. Als allererstes wird der Kleine aber erstmal schlafen gehen. Hast du deine Hausaufgaben fertig? Wow! Wie schnell ging das denn, Junge? Du hast die doch gerade erst gemacht, Mann. Das war krass schnell. Also, krass, wie schnell das war. Okay, du kannst dann ja dich morgen mit dem kleinen Foxy anfreunden. Könnt ihr dann nochmal wieder nach Hause kommen? Ich hoffe, die kommen gerade auf, sind gerade auf dem Weg nach Hause. Langsam riecht das hier. So, ich muss das noch ein bisschen hochziehen wieder. Das Mädchen will sich einfach nur einpinkeln. So, bist du fertig mit deinem Bild? Nein. Warum machst du es dann nicht weiter? Bist du jetzt fertig mit den dreien? Sehr schön. Können wir das auf jeden Fall auch demnächst erfüllen. Dann isst du mal ein bisschen Fish and Chips. Wo bist du? Ah, du bist hier. Sehr schön. Du kannst dann bis morgen arbeiten. Okay. Dann kannst du runtergehen, einmal den Napf füllen, einmal was Leckeres essen. Ja. Wie gesagt, der Kleine muss jetzt erstmal ein bisschen schlafen, würde ich sagen. Ach Gott, wie süß. So, das kann weg. Ist nicht so wichtig, aber mit dem kleinen Hund Freundschaft schließen auf jeden Fall. Vor allem, weil die beiden ja Hundefreunde sind. Julian kommt schon ein ganzes Stück nach dem Vater, muss man sagen. Da werden wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass er von den beiden der beste Freund wird. Oder zumindest ein guter Freund. Warum hat er sich mit Maya bisher am meisten angefreundet? Interessant. Hallo, Sophia, auch schon da. Ja, reinsprinte, das ist super. Och, was macht denn ihr? Mann, komm bitte mal nach Hause. Es ist fast Mitternacht und du schleppst das kleine Kind immer noch rum.
Oh, Jamie, ich hätte ihn nicht mit der Arm losschicken sollen, ne? Das ist ja nicht zu fassen. Okay, du malst das Bild zu Ende. Du kannst das dann aufräumen, einmal ins Badezimmer gehen. Ach ja, das musst du erst noch entstopfen, kannst es benutzen. Duschen gehen und dann ins Bett. So, jetzt habe ich schon mal eine Sache erreicht, der vielen Dinge, die ich schon vor Ewigkeiten versprochen habe, denn wir haben jetzt endlich einen Hund. Yay! Ich hoffe, ihr freut euch. Wir werden mit dem Kleinen auf jeden Fall noch einiges erleben. Mit dem auf Gassi gehen und so. Und, ey, du sollst nicht, nein! Du sollst schlafen gehen, Foxy. Auf jeden Fall vergesst nicht, dem kleinen, süßen neuen Namen zu geben. Foxy ist jetzt nicht unbedingt der schlechteste Name, aber ich fände es schon ganz cool, wenn. Ich fände es schon ganz cool, wenn er einen anderen Namen bekommen würde. Also, wir werden sie mal im Hochstuhl füttern. Ja, ich fände es schon ganz cool, wenn ihr da irgendwie einen tollen Namen für den kleinen, süßen finden würdet. Oh Gott, ist der knuffig. Nee. Mal zum Abschluss, damit ihr genau. Huch, damit ihr genau wisst, wie der Hund aussieht, dem ihr einen Namen geben müsst. Da, so. Wartet. So sieht er aus. Das ist der kleine Süße. Und der braucht einen neuen Namen. Und deswegen, wie gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, dem kleinen süßen Foxy einen neuen Namen geben können. Und, oh Gott, ey. Und auch noch ein paar andere schöne Sachen in der Folge erleben werden. Ja. Oh Gott, oh, ist der süß, Mann. Ist der süß. Ja, mit diesen süßen Bildern verabschiede ich mich dann. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.